Er ist da hinten gefahren. Darum hätte ihn ja gar niemand sehen können. Er hat ihn einfach geschleift und vor das Auto gelegt. Und ist dann einfach hin und her gefahren, um ihn einfach zu töten. Sie sind dann auf mich so gesprungen und sagen Sie uns mal, wo die Leiche ist. Und ich war ja ziemlich überrascht. Ich meinte, ich wusste gar nicht, wovon die Rede ist. Der Tag von Andrea Rodriguez beginnt um 6 Uhr mit Kaffee und Zigarette. Ein tägliches Ritual für die 35-jährige Mutter aus Rafts im Kanton Zürich. Seit 2016 ist sie alleinerziehend. Ja, du kannst noch kurz mit ihr spazieren gehen, wenn du möchtest. Ist anspruchsvoll, so 3 Kinder allein jeden Morgen? Also ich habe mich schon daran gewöhnt. Es war ja vorher nicht anders und jetzt ist es auch nicht anders. Es ist irgendwie mein Alltag. Das ist. Was nimmst du? Möchtest du ein Glas Saft? Mhm. Nein. Die 3 Mädchen sind 6, 8 und 12 Jahre alt und haben keinen Vater mehr. Willst du eine große oder eine kleine? Eine kleine. So eine ist gut. Mit 20 heiratete die Slowakin Andrea Manisova ihre erste große Liebe, Luis Rodriguez. Was in der Schweiz romantisch begann, endet in einer Katastrophe. Luis Rodriguez bringt 2016 in Rafts einen Rentner um. Das Opfer ist Gino Bornhauser. In diesen Polizeiakten sind die letzten Minuten seines Lebens dokumentiert. Für seine Frau Petra eine große Last. Sie muss damit leben, dass ihr Mann, von dem sie getrennt lebte, auf einem Parkplatz in Rafts niedergeschlagen und seine Leiche bis heute nicht gefunden wurde. Ich glaube, das wird gar nicht richtig aufgeklärt. Habe ich so das Gefühl. Ja, ich muss mich einfach mit dem abgeben. Fertig. Es gibt nichts anderes. Er ist einfach tot. Ja. Die Tat geschieht an einem Freitag im April 2016. Gino Bornhauser beobachtet von einer Bank aus eine ihm fremde Familie auf dem Spielplatz. Es ist die Familie von Luis Rodriguez. Als dieser zum Spaß seine Tochter in die Luft wirft, ruft ihm Gino Bornhauser zu, ob er eine gute Lebensversicherung habe. Rodriguez fühlt sich provoziert, geht zum Rentner, sie streiten sich. Kurz darauf setzt sich Gino Bornhauser in sein Auto und will wegfahren. Er stoppt vor Luis Rodriguez, der gerade den Parkplatz überquert. Wieder kommt es zum Streit. Andrea Rodriguez spielt zu diesem Zeitpunkt noch mit den Kindern auf dem Spielplatz. Wir haben ja auch ziemlich weit weg, also so abgeschieden. Also dann haben wir ja nichts mitbekommen. Der Streit auf dem Parkplatz eskaliert. Luis Rodriguez schlägt Gino Bornhauser brutal zusammen. Dann hieft er den bewusstlosen Rentner ins Auto. Mehrere Zeugen sehen die Tat, doch niemand alarmiert die Polizei. Petra Bornhauser hat Bilder des Angriffs auf ihren Mann, weil eine Anwohnerin die Tat mit ihrem Handy filmte. Ja, das sind die Fotos, die sie vom Video gemacht haben. Also da liegt offensichtlich mein Mann, schlägt ihn ja da zusammen.
Sehen Sie da, das hat er ja gezeigt. Wenn ihr quasi nicht verschwindet, geht es euch gleich wie dem Demdot. Sehen Sie, da ist wie ein Zeuger. Aber da war mein Mann wahrscheinlich bewusstlos. Nachher ist er abgefahren. An einem Waldrand lädt Luis Rodriguez den bewusstlosen Rentner aus dem Auto und überfährt ihn mehrmals. Er will sicher sein, dass er tot ist. Die Leiche deponiert er danach an einem unbekannten Ort im Wald und fährt weg. Zwei Tage später findet die Polizei ein ausgebranntes Auto im Grenzgebiet zu Deutschland. Es gehört Gino Bornhauser, von dem jede Spur fehlt. Oder am nächsten Tag ist dann die Vermissmeldung gekommen. Ja, ich habe einfach alles aus den Medien erfahren. Die Polizei war sehr zurückhaltend. Erst nach 5 Tagen sind sie mich dann besuchen. Und haben dann die Vermutung geäußert, dass da ein Gewaltverbrechen passiert sein könnte. Mysteriöser Fall. Nach dem Verschwinden von einem Mann im Zürcher Unterland geht die Polizei jetzt von einem Verbrechen aus. Sie hat das Auto des Vermissten völlig ausgebrannt gefunden. Der Fall Bornhauser macht schweizweit Schlagzeilen. Bald wird spekuliert, ob es sich um einen Mordfall ohne Leiche handelt. Die Polizei führt mehrere großflächige Suchaktionen durch. Der Aufwand beträgt über 7.200 Mannstunden. Doch die Leiche findet die Polizei nicht. Nur Kleider von Gino Bornhauser. Mit Blutspuren. Verstreut an verschiedenen Orten im Wald um Rafts. Wieso hat er ihn denn ausgezogen? Das verstehe ich echt nicht. Dass so ein Typ so etwas machen kann oder gemacht hat. Ich verstehe es einfach nicht. Er hätte ja noch das Leben vor sich gehabt, oder? Mit seinen Kindern. Luis Rodriguez. Als er 9 Jahre alt ist, holt ihn seine Mutter aus Brasilien in die Schweiz. Sie arbeitet in einer Bar, hat kaum Zeit für ihn. Er beginnt mehrere Lehren, schließt aber keine ab. Mit 20 lernt er dann seine spätere Frau Andrea kennen. Als ich ihn kennengelernt habe, dann ja, fröhlich, unternehmungslustig, mit viel Ideen, viel Elan, viel Freunde und ja, ich war ja so ein Gegensatz von ihm, so diese stille Maus, und das hat mich eben so an ihm angezogen und so haben wir uns auch kennengelernt. Und ja, dann nach und nach ist das alles verschwunden. Er verbietet seiner Frau und den Kindern, nach draußen zu gehen. Überall sieht er Gefahren für sie. Alte Bilder, immer sein Körper, das war ihm sehr wichtig. Er leidet an einer paranoiden Persönlichkeitsstörung und wird zum IV-Bezüger. Seine Wut lässt er an seiner Frau aus. Es kommt zu häuslicher Gewalt. Ich habe ihm ja auch ein Ultimatum gestellt. Wenn sich ja was nichts ändert, dann gehe ich ja weg, weil ich war ja dadurch depressiv, lustlos. Ich hatte keine Kraft mehr, irgendetwas zu tun. Das hat mich einfach kaputt gemacht. 5 Wochen nach der Tat verhaftet die Polizei Luis und Andrea Rodriguez. Den entscheidenden Hinweis geben die Daten von diesem Bankomaten. Andrea Rodriguez wurde von Luis beauftragt, mit Gino Bornhausers Bankkarte Geld abzuheben. Doch der PIN-Code ist falsch. Andrea Rodriguez bezieht danach mit ihrer eigenen Karte Geld. Der Bankomat registriert alles und führt die Polizei zu Luis Rodriguez. In Untersuchungshaft gesteht der Brasilianer, dass er Gino Bornhauser umgebracht hat.
und erklärt, dass seine Frau nichts mit dem Fall zu tun habe. Andrea Rodriguez wird nach 2 Tagen U-Haft entlassen. Als Luis ein weiteres Mal von der Polizei befragt wird, kann Petra Bornhauser zuhören. Sie sieht erstmals den mutmaßlichen Mörder ihres Mannes. Dann haben wir gehört, wie es der Täter, der Rodriguez, gebracht hat, mit Fußfesseln und Handschellen. Der Lederjacke, eigentlich eine angenehme, saubere Erscheinung, ist mir vorgekommen. Das hat mir so wehgetan, dass jetzt ein Mensch eine Kette eingeführt wird. Also ist er quasi ein Schwerverbrecher. Und ich sehe mir beide Seiten, auch dort habe beide Seiten gesehen. Also einerseits hat der Typ mir leid da, andererseits habe ich müssen sagen, er hat ja etwas ganz, ganz Schlimmes angestellt. Ja, und dann ist er verhört worden und wir sind hinten dran gewesen, aber ich glaube, von dieser Stunde habe ich 49 Minuten noch geheult, habe immer wieder müssen fassen, oder? Weil ich, wie gesagt, es ist heute noch so, ich kann es nicht verstehen, dass man so etwas macht. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Es war einfach immer noch mein Ehemann und ich war ja da, eben wie wir uns mal gesagt haben, in guten und in schlechten Zeiten. Im Gefängnis fragen Staatsanwaltschaft und Polizei den Brasilianer immer wieder, wo er die Leiche deponiert habe. Luis Rodriguez macht dann diese Zeichnungen. Sie sollen den Ort zeigen, wo er Chino Bornhauser abgelegt hat. Auch in den Befragungen versucht er, den Ort zu beschreiben, wie diese Protokolle zeigen. Er zeichnet einen Zaun. Dort habe er die Leiche bei einem Baumstumpf abgelegt. Vergraben habe er Chino Bornhauser nicht. An diesen Zeichnungen und Aussagen sind jedoch Zweifel angebracht. Denn Luis Rodriguez sagt selber, dass er während der Fahrt mit der Leiche einen Filmriss hatte und sich nicht orientieren konnte. Die Leiche bleibt verschwunden. 2017 wird Luis Rodriguez wegen Mordes angeklagt. Der Prozess in Bülach soll im Dezember 2017 stattfinden. Doch so weit kommt es nicht. 2,5 Monate vor dem Prozess essen Luis Rodriguez und sein Zellennachbar abends im Zürcher Flughafengefängnis Birchermüsli. Danach spielen sie Uno und Schach. Laut dem Zellennachbarn schreibt Luis Rodriguez dann einen Brief. Er habe gesagt, dieser sei für seine Frau, wie dieses Einvernahmeprotokoll der Polizei zeigt. Am nächsten Morgen liegt der 36-jährige Brasilianer tot in seinem Bett. Laut dem rechtsmedizinischen Gutachten starb Luis Rodriguez an einer Morphinvergiftung. Von wem er das Medikament erhielt, konnte die Polizei nicht herausfinden. Als Todesart kommen Unfall und Suizid in Frage. Mitarbeiter des Forensischen Instituts Zürich finden im WC und im Abfall leere Medikamentenkapseln. Jedoch keinen Abschiedsbrief. Ja, ich ich kann es ja immer noch irgendwie nicht fassen und begreifen. Ich habe gefragt, ob er vielleicht Abschiedsbrief hinterlassen hat oder irgendetwas. Es wurde ja angeblich nichts gefunden. Das ist die Asche von ihm. Es wollten zukleben, aber ich wollte es nicht. Es ist. Er braucht einfach seine Freiheit, das, was er wollte. Natürlich seine Zigarette. Ohne die konnte er nicht leben. Das ist wie ein Ersatz für mich. Also wenn mein Tag schwierig ist oder ich mich schlecht fühle, einsam, dann komme ich da und ja, spreche, rede, weine. Es ist
als wäre er immer noch da. Ja, hoffe, du hast jetzt deinen Frieden. Naja, vielleicht auch nicht, wenn ich ihm jeden Tag voll quatsche. Gott da vorne. Gott da vorne. Petra Bornhauser wird sich wohl nie von ihrem Mann verabschieden können. Seine Leiche liegt vermutlich irgendwo in einem Wald. Zum zweiten Mal besucht sie den Ort, an dem ihr Mann überfahren und getötet wurde. Da hat sie einen Plastiksack. Da, wieso ist denn da ein Plastiksack? Ist das ein Kehrichtsack? Wenn er ihn jetzt hier vielleicht vergraben hat? Aber da haben sie wahrscheinlich alles abgesucht. Aber es ist jetzt gerade ein bisschen gefürchtig. Warum ist es für euch noch wichtig, an diesen Ort zu kommen? Ja, aber vielleicht finden wir mal den Ort, den er wirklich abgelegt hat. Vielleicht zeigt es uns etwas auf. Ja. Oder dass auch die Leute vielleicht ein bisschen aufmerksam sind, wenn sie in den Wäldern sind, dass sie vielleicht etwas sehen. Und ja, das würde die Polizei melden. Dass wir mir mal einen ja zu Grab tragen. Das wäre mein Wunsch. Heute ist ein spezieller Tag für Andrea Rodriguez. Es ist ein murmeliges Gefühl im Magen. Ich war seit dem Tag auch gar nicht hier. Das ist wieder das erste Mal, wo wir hier spielen gehen. Auf diesem Parkplatz schlug ihr Mann Gino Bornhauser nieder. Ja, ist komisch, hier zu sein. Andrea Rodriguez arbeitet wieder. Als Luis noch zu Hause war, durfte sie das nicht. Auch für die Kinder hat sich das Leben verändert. Sie können eben mehr als vorher. Und das ist das, was die Kinder brauchen. Draußen sein und Freunde treffen. Und ja, eben mal Kinder sein. Die Kinder wissen, dass ihr Vater einen Menschen umgebracht hat. Und dann im Gefängnis gestorben ist. Ja, super. Mehr wissen sie nicht. Diesen Herbst kommt es dann zu einem ganz besonderen Treffen. Zwischen Andrea Rodriguez und Petra Bornhauser. Denn während der Dreharbeiten kam die Idee auf, dass sich die zwei Witwen kennenlernen Hallo. Könnten. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's? Ja, weiß nicht. Ja, okay. Ja, ist...
traurige Sache. Für Petra Bornhauser ist dieses Treffen ein lang gehegter Wunsch. Sie will wissen, ob Luis Rodriguez die Tat bereute. Aber hat es ihm leid getan? Was denken Sie? Oder ja, ganz bestimmt, dass er das bereut hat. Er hat mir sehr ja, auch oft geschrieben, dass er da gar nicht nachgedacht hat, was er da tat. Und ja, er hat schon bereut, aber er konnte es nicht rückgängig machen. Dann kann es ja nichts ändern. Ja, man kann gar nichts ändern. Ich denke, beide haben irgendwelche Schuld. Denke ich jetzt mal, dass, weil, ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, was mein Mann gesagt hat, dass ihr Mann so böse wurde. Ah ja, ich weiß auch nicht, was da geschehen ist. Also, ich denke, ja, ohne Grund wäre es ja nicht passiert. Das ist schon so. Ja. Und er war ja stur und dickköpfig und ja, meinte, er müsste sich beweisen. Und ich denke, das war mein Mann auch. Stur. Er konnte nicht aufhören. Aber sie trifft ja keine Schuld in diesem Sinne. Das sagen mir schon viele, aber ja. Ich habe so großes Schuldgefühl in mir rein, weil wenn er verärgert war, etwas hat ihn ja verärgert. Er hat seine Wut immer zu Hause an mir abgelassen. Ja, ja. Und sie sagte zu ihm, ja, wenn dich jemand verärgert, lass es dort von, wo es gekommen ist und nicht bei mir. Und ja, das ist dann, dann gebe ich mir ja dafür Schuld, dass ich sowas gesagt habe. Ja, ich denke, wir müssen über das hinwegkommen und versuchen, ja, unser Leben weiterzuführen. Ich wünsche für Sie, dass Sie keine Schuldgefühle mehr haben. Also vor allem gegenüber mir. Wie mit einem Verbrechen umgehen? Diese zwei Frauen sind dabei, einen Weg zu finden. Doch ganz damit abschließen werden sie wohl nie können.